Ein Platz mitten in der Berliner Innenstadt. Ich stehe etwas abseits und beobachte das bunte Treiben. Junge Leute stehen in Gruppen herum. Manche sind bepackt mit schweren Einkaufstüten. Sie lachen und unterhalten sich. Andere sind allein unterwegs und eilen von A nach B. Sind all diese Menschen glücklich? Und was gehört eigentlich zu einem glücklichen Leben dazu? Vermutlich Gesundheit, Erfolg und Freude am Leben. Auf jeden Fall, dass man weiß, an wem man ist. Also, dass man auf jeden Fall Leute hat, denen man vertrauen kann. Sonne, ganz wichtig. Auf jeden Fall ein Kind. Gute Schule abschließen, guten Job kriegen und dann Geld verdienen einfach. So einfach ist es also? Natürlich brauchen wir Freunde, eine solide Ausbildung und genug Geld, um glücklich zu sein. Aber wird man dadurch glücklich mit sich selbst? Welche Faktoren spielen dafür eine Rolle? Dass man sich selbst verwirklicht, dass man sich nicht verbiegen lässt oder dass man sich nicht verstellt. Wenn man nicht akzeptiert, wie man ist, wie man aussieht, wie sein Leben ist, dann kann man auch nicht glücklich werden. Ja, man muss ein bisschen mit sich im Reinen sein. So. Mit sich im Reinen sein, den eigenen Körper akzeptieren und sich selbst lieben. Das leuchtet ein. Man sollte sich also selbst wichtig nehmen und auch mal was für sich tun. Was denn zum Beispiel? Viel unternehmen. Also ich finde, wenn ich was mache, dann bin ich am glücklichsten. Wenn man sich bilden kann, ist es immer gut. Wir machen halt jetzt Urlaub, um uns ein bisschen weiterzubilden, andere Plätze angucken. Also ich gehe laufen, ins Fitnessstudio oder so. Ich habe zum Beispiel einen Hund und der macht mich total glücklich. Wenn ich ausspannen will, dann mache ich Musik. Es sind häufig so Kleinigkeiten, wie sich mal was Schönes zu gönnen, ein Kaninchen knuddeln, schön essen zu gehen, schönes Gespräch, mal eine Kerze aufzustellen. Um sich die kleinen Momente schöner zu machen. Es gibt also viele Dinge, mit denen man sich selbst glücklich machen kann. Und wenn man sich mal nicht so wohl fühlt in seiner Haut? Musik hören, Freunde treffen, irgendwie ablenken. Manchmal so mit einer Wärmflasche ins Bett, Decke drüber und Tag vergessen, dann geht's wieder. Was ich zum Beispiel gerne mache und was mich sehr aufheitert, ist spontan irgendwo hinzufahren. Wenn man seine Gedanken so sortiert, finde ich, fühlt man sich danach auch gleich viel besser. Nee, sowas kann ich nicht. Wenn ich irgendwie traurig bin, dann kann ich gar nicht allein sein. Ich muss mit Menschen um mich sein, dann vergesse ich das Problem auch. Manche sind lieber allein, wenn es ihnen nicht so gut geht und andere umgeben sich mit Freunden. Man muss also seinen eigenen Weg gehen, um die innere Stärke und somit das eigene Glück zu finden. Aber gerade auf dem Weg zum Erwachsenwerden hat jeder so seine ganz eigenen Ängste. Und die kratzen nicht selten am Glücksgefühl, oder? Ja, schon so im Hinblick auf unsere Renten, die es wahrscheinlich nicht mehr gibt. Die Freunde zu verlieren, weil jeder irgendwie seinen eigenen Weg geht. So, was für mich immer ganz gut funktioniert, ist, wenn ich mal wieder total in Gedanken untergehe und mich nur im Kreis drehe, mein Leben mal von außen zu betrachten. Und dann hat man meistens einen viel entspannteren Blick drauf, wenn man sich dann sagen kann, ist doch alles nicht so tragisch. Alles also gar nicht so tragisch. Und für alle, die noch nicht das eigene Glück gefunden haben, gibt es folgende Tipps. Man darf nicht zu weit in die Zukunft gucken, weil sonst macht man sich zu viele Gedanken. Also man sollte nicht denken, dass man nichts schafft und dass man scheiße ist und nicht sagen, ja, ich kann nichts, ich kann das eh nicht. Man sollte halt immer erst anfangen und dann muss man halt weitersehen. Also warum nicht glücklich sein? Das Leben ist toll.